Wenn Sie Bauunternehmer sind oder Inhaber eines Ingenieurbüros und neue Mitarbeiter gewinnen wollen und vor allen Dingen die bestehenden lange halten wollen, dann hängt das nur von Ihnen als Chef ab, von nichts anderem. Warum das so ist und was Sie dabei beachten sollten, erkläre ich Ihnen gleich in diesem Video. Deshalb bleiben Sie dran. Sie kennen das. Man sagt ja, gute Mitarbeiter kommen wegen der Herausforderung oder vielleicht wegen der Karrieremöglichkeiten, die sie bieten oder den guten Projekten oder auch natürlich vielleicht dem 1 oder 2 Euro mehr, den sie bei Ihnen verdienen kommen. Aber sie gehen in der Regel immer nur wegen Ihnen, wegen dem Chef oder der Chefin. Das ist der Hauptgrund, warum heutzutage Mitarbeiter ihren Job wechseln. Es ist selten nur das Geld, es ist immer irgendein Konflikt mit dem Chef oder der Chefin, weil irgendwas nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Und das können Sie natürlich verhindern, weil Sie sind ja der Chef oder die Chefin und können was dagegen tun, damit die Leute Sie gut finden und möglichst lange bei Ihnen bleiben. Weil nichts ist teurer, als immer wieder neue Mitarbeiter zu suchen und einzuarbeiten. Viel besser ist es natürlich, bestehende Mitarbeiter lange zu halten und wenn neue Mitarbeiter kommen, die natürlich auch möglichst lange zu halten. Und es gibt aus meiner Erfahrung 5 Punkte, die Sie beachten müssen, damit Sie ein guter Chef oder eine gute Chefin sind. Der erste und wichtigste Punkt aus meiner Erfahrung und aus den Gesprächen, die ich mit Geschäftsführern aus den verschiedenen Gewerken täglich führe, ist Präsenz. Seien Sie präsent. Das heißt, im klassischen Sinne, seien Sie der Erste im Büro, seien Sie der Letzte, der nach Hause geht. Das ist das ideale Chefbild. So mache ich es. Ich bin morgens um 6:30 Uhr im Büro und in der Regel um 5 der Letzte, der geht. Natürlich schaffe ich das nicht immer. Natürlich habe ich auch Kundentermine. Natürlich habe ich auch andere Verpflichtungen. Aber meine Mitarbeiter können mich immer erreichen. Ich bin immer für sie da, ne? Und auch die guten Chefs, die ich kenne, sind immer für ihre Mitarbeiter da. Sei es, sie haben feste Zeiten, wo sie dann da sind, dass man weiß, okay, da ist der Chef ansprechbar, also sogenannte Sprechzeiten wie beim Arzt. Oder die Leute haben ihre Telefonnummer und können sie jederzeit anrufen. Und wenn sie halt keine Zeit haben, rufen sie zurück. Aber das ist das allerwichtigste Kriterium, dass sie da sind, präsent sind und ihren Mitarbeitern auch Mitarbeiterinnen auch das Signal geben, ich bin für dich da, du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn irgendein Problem ist. Sei es jetzt auf der Baustelle, im Projekt oder auch privat. Das ist absolut wichtig und die Grundvoraussetzung, dass Sie als guter, fähiger Chef wahrgenommen werden und die Leute Sie schätzen und bei Ihnen bleiben. Der zweite Punkt, der sich daraus ergibt, ist Fürsorge. Seien Sie wie ein Vater oder wie eine Mutter zu Ihren Mitarbeitern. Helfen Sie denen, wenn die Probleme haben, auch privater Natur. Sprechen Sie mit denen. Sie haben bestimmt aus Ihrer Lebenserfahrung immer mal wieder einen guten Tipp, den Sie einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin geben können, nutzen Sie das. Sie müssen sich immer vorstellen, ein Mitarbeiter verbringt in der Regel viel mehr Zeit in der Firma als zu Hause, also viel mehr Wachezeit. Klar, ist er jetzt stundenmäßig mehr zu Hause, wenn er nur 8 oder 9 Stunden bei Ihnen arbeitet, mit An- und Abfahrt vielleicht 10, aber er ist vom Kopf her viel mehr in der Firma. Das ist einfach so. Zu Hause entspannt er sich oder wir hoffen, dass er sich entspannt oder sie. Und deshalb seien Sie da wirklich auch fürsorglich, zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass Sie sich um ihre Probleme kümmern und denen ein offenes Ohr schenken und auch helfen, Lösungen zu finden. Sei es jetzt mal einen Kredit zu geben, wenn die finanzielle Probleme haben, oder auch mal einen Tag frei, wenn jetzt zu Hause irgendjemand krank ist oder irgendwas ist. Ja, das ist wirklich absolut wichtig, dass Sie das machen. Dann, was ich auch immer wieder erlebe oder auch in meinen 25 Jahren als angestellter Bauingenieur oft erlebt habe, ist Chefs mit schlechter Laune, die das dann auslassen an ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist auch tödlich. Denn nichts drückt Mitarbeiter und Mitarbeitern mehr als schlechte Laune vom Chef. Sie müssen ja immer sich vorstellen, sie sind ja ein Vorbild. Man orientiert sich an ihnen. Und wenn sie da schlecht gelaunt rumlaufen, und das immer wieder machen, dann haben die Leute heutzutage keine Lust mehr, bei ihnen zu sein und in ihrer Nähe zu sein. Warum sollten die auch, wenn die dauernd vielleicht angeschrien werden oder angemotzt werden oder kritisiert werden wegen jeder Kleinigkeit? Verbreiten Sie nicht schlechte Laune, sondern gute Laune.
Schlimmstenfalls zwingen sie sich dazu. Ja, dann machen sie sich einen Termin, wenn sie schlechte Laune haben, heute Abend nach Feierabend lebe ich meine schlechte Laune aus. Gehen sie Sport treiben oder holen sich einen Boxsack und hauen darauf ein, wenn sie das benötigen. Aber lassen sie es niemals an ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Die können nichts dafür, wenn sie schlechte Laune haben. Selbst wenn sie was dafür können, dann schnappen sie sich den einen oder die eine Mitarbeiterin und reden mit denen und klären das Problem, als jetzt nur schlecht gelaunt durch die Gegend zu laufen oder weil sie eine Submission jetzt verloren haben oder irgendein Kunde irgendwie unzufrieden ist. Das kann immer passieren. Das gehört zum Job. Aber nicht an der Mannschaft auslassen. Was auch noch wichtig ist, sind gemeinsame Unternehmungen. Das können ganz einfache Sachen sein, wie ein Frühstück oder ein Grillabend. Also viele meiner Kunden haben zum Beispiel ein Ritual, dass sie einmal im Monat ein Frühstück mit ihren Mitarbeitern machen. Dann machen die einen Besprechungsraum, stellen sie halt Frühstücksutensilien zur Verfügung, wie in einem Hotel quasi, und die Leute können sich mal ganz entspannt zusammensetzen und miteinander frühstücken. Das geht. Das geht auch, wenn man Termine hat und viele Projekte hat. Wenn es fest eingeplant ist, geht das. Muss ja nicht länger als 1-2 Stunden dauern, aber dann tauscht man sich aus, ist noch ein bisschen locker drauf, ist teilweise sogar besser, als nach Feierabend noch ein Bierchen trinken zu gehen oder einen Grill anzuschmeißen, weil die Leute wollen ja in der Regel dann auch nach Hause. So ging es mir jedenfalls damals immer, als ich noch Angestellter war. Auf jeden Fall ein Event immer wieder oder regelmäßig ist auf jeden Fall besser als nur einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier oder einmal im Jahr einen großen Ausflug zu machen. Was natürlich auch super ist, sollten Sie beibehalten. Also ich habe Kunden, die laden ihre Mitarbeiter sogar auf die AIDA ein. Das ist richtig krass, oder andere sogar zur Formel 1. Kann man alles machen. Aber viel wichtiger ist es wirklich regelmäßig, so einen Raum zu schaffen, wo man sich auch mal so unterhalten kann. Und da finde ich diese Frühstücksidee mit am besten. Und dann der letzte und wichtigste Punkt, oder der das Ganze abrundet, ist: lassen Sie los. Was heißt das? Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern. Seien Sie nicht zu sehr vorgebend, was die einzelnen Arbeiten, die zu machen sind, notwendig macht, sondern geben Sie Ziele vor und bauen Sie gute Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern auf, dass sie merken, der eine braucht vielleicht mehr Anleitung, der andere vielleicht weniger Anleitung, der andere, der Ehrgeizige, kann es vielleicht selber schaffen. Und lassen Sie auch mal zu, dass Sie Fehler machen. Das passiert halt mal. Sie werden niemals alles kontrollieren können. Sie werden niemals Fehler vermeiden können. Vor allem nicht auf Baustellen. Das ist nun mal so. Da passieren immer wieder Fehler. Natürlich sollten Sie ein Qualitätsmanagement haben und feste Strukturen und das alles. Da werde ich noch in einem anderen Video mal ein bisschen was zu erzählen. Aber viel wichtiger ist es, dass Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl geben, dass Sie denen vertrauen. Und das bewirkt Wunder. Das habe ich schon selber oft erlebt, als ich noch als Bauleiter oder sogar Niederlassungsleiter Mitarbeiter hatte, die halt auf Baustellen bestimmte Sachen machen mussten, oder jetzt als Agenturinhaber genauso. Ich gebe meinen Mitarbeitern maximale Freiheit und kriege es immer, immer, immer zurück. Bis jetzt hat das noch nie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ausgenutzt. Und wenn er es ausnutzt, dann trennen sie sich halt von dem, aber dann haben sie es relativ schnell auch raus, ob die das machen oder nicht. Aber in der Regel gehen sie davon aus, die Leute sind willig, fleißig und wollen auch den Erfolg und in ihrer Firma was bewirken und nicht, so wie einige Chefs denken, faul, dumm und haben keinen Bock. Das ist nicht so, weil ich meine, die Leute sind ja da, die arbeiten, die kriegen ihr Geld, die wollen ihr Bestes geben. Aber wenn sie denen das Gefühl geben, ja, das ist alles nichts, dann werden die sich entsprechend verhalten. Also es hängt wirklich von ihnen ab. In diesem Sinne, beachten Sie diese Punkte: Präsenz, Fürsorge, gute Stimmung, gemeinsame Unternehmungen und Vertrauen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden lange bei Ihnen bleiben, weil Sie einen guten Chef haben. Und das ist das Wichtigste, damit Sie erstmal anziehend werden für neue Mitarbeiter und die bestehenden Mitarbeiter lange bei Ihnen bleiben. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, Ihr Marco Music. Bis zum nächsten Video. Ciao.